Grüezi mal. Hallo? Hallo, ich bitte Sie, spreche ich mit Herrn Solinda? Hallo? Hallo, wer ist da bitte? Also, ziehen bitte nochmal ein Apparat von den Stromwerke.de. Ja, bitte. Hallo, ich grüße Sie, Herr Solinda, spreche ich, ne? Nein, hier ist Grindelwald. Ach so, Herr Solinda hätte ich gerne gesprochen. Das ist, Sie sind hier bei Familie Grindelwald. Wir haben uns doch heute telefoniert, ich und Sie. Ich kenne Sie, also diese... Ich bin gerade erst von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben. Aber ich bin es nicht gewesen. Also, kennen Sie den Herrn Rakesh Solinda? Wo wollten Sie denn anrufen? Wir sind hier in Nürnberg. Rakesh Solinda. Das kenne ich nicht. Wir sind hier in Nürnberg, in der Reichsstraße 45. Ich bin mir hundertprozentig sicher, also weil unser Gespräch wird auch alles komplett aufgenommen. Ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass Sie der Herr Solinda sind, aber ich werde das nachprüfen. Schönen Tag wünsche ich Ihnen erstmal, ne? Sie können doch nicht einfach Gespräche aufnehmen, das ist illegal. Illegal ist es nicht, also für Ihre Sicherheit ist es auch. Ja, sicherlich. Gut, Sie können ja mal beim Internet reinschauen. Sie dürfen nicht ohne meine Einwilligung Gespräche aufzeichnen. Wie sind bitte Ihr Name und Ihre Telefonnummer? Also meine Telefonnummer sehen Sie in Ihrem Display, das ist ja kein Problem. Ja. Kleines Moment bitte, ich gebe mal meine Vorgesetzte. Ja, bitte. Hallo. Ja, grüezi, wer ist denn da? Stromwerke.de, Altin mein Name. Ja, grüezi, was haben Sie denn da für unfreundliche Menschen bei Ihnen sitzen? Aber Sie sind falsch gelandet, ich bin Ziegenverkäufer, ich verkaufe Ziegen. Was verkaufen Sie? Ziegen. Ne, der Mann hat doch gesagt, man kann bei Ihnen Strom erwerben. Bei dem Mann ja, aber bei mir Ziege nur. Ja, und was kostet da eine Ziege bei Ihnen? Eine Ziege kostet, also was wir möchten, internationale, türkische oder deutsche, afghanische? Ja, das weiß ich. Was haben Sie denn momentan im Wochenangebot? Schauen Sie mal, Sie melden sich so oft an mit den Rufnummer und sprechen immer die gleichen Sachen. Also, wir kennen Sie schon so weit, Herr Solinda. Ja, das ist nicht, ich bin ein Schweizer, kannst du das nicht hören? Wir haben schon ein Fahndungsbote hier. Herr Solinda, Sie sind kein Schweizer. Natürlich bin ich ein Schweizer. Und jetzt bin ich ein Inder. Jetzt bin ich ein Inder. Ja, Sie sind Inder, wir kennen Sie doch. Ja, woher kennst du mich denn? Ihre Stimme kommt immer sehr bekannt, also aus Bollywood. Bollywood, ja, da habe ich große Auftritt machen. Hast du dich da auch in meinen... Auftritt machen, okay. Ja, hast du dich da in mich verliebt? Möchtest du Foto haben, mein Autogramm? Wissen Sie was, mein Vorgesetzter stellt auch viele Grüße. Ja, kann ich bitte mit Ihnen reden? Ach, ehrlich? Ja, bitte. Warum? Weiß nicht, wenn der, dann kann er mir selber Grüße machen. Ah, er meint, dass du eine Exotische hast. Hallo, schönen guten Tag, Semir. Guten Tag, Semir, mein Name Gelti. Spreche ich mit den Herren Rakesh Solinda? Ja. Oh, Maulwurf. Was geht ab, mein Bruder? Oh, lange nicht gehört. Ja, hast du schon wieder neue Namen? Ja, ganz genau. Wie oft musst du neue Namen nehmen? Alle zwei Wochen? Jeden zweiten Tag. Ja, und man kann dich trotzdem erkennen. Und wie ist dein Tag gelaufen heute? Hast du viel Verkauf machen? Gut. Ja? Heute war es gut. Sag mir bitte, diese E-Mail gibt es jetzt wirklich, die Telefonziege, oder? Wie bitte? Deine E-Mail-Adresse, telefonziege@gmail.com. Was ist damit? Du hast sie jetzt gemacht, also es gibt jetzt diese E-Mail, oder? Telefonziege. Ja, willst du mir E-Mail schreiben? Ja, natürlich, du bist mein Freund, alter Freund. Ja, kannst du mir Nacktbilder schicken oder Postcard? Selbstverständlich. Ich schick dir vor... Ja, was willst du mir schicken? Sehr schöne Bilder. Nee, ich schick dir ein paar Kumpels, die dich dann anrufen werden und die kannst du dann aufnehmen, ein bisschen Scheiß verbasteln machen möchtest. Na, du musst die hier bei System musst du Nee, ich schick dir die Nummer übers E-Mail, ja? Wo du dich melden kannst. Ja, und was sind das für Leute? Die verkaufen alles, also manche Strom, manche Gas, manche Versicherungen, also Zeitungen alle, und so weiter. Ah, Zeitungen, das hier. Hast du auch so Hardcore-Illegale? Nee, das sind Legale. Aber ich schick dir ein paar E-Mails, okay? Ja, aber kennst du so Hardcore-illegale Leute? Weil die möchte ich ja auch verarschen. Nee. Nee, die kenne ich leider nicht. Nee, leider aber nicht. Kannst du mir noch Kollege geben? Ich hätte nicht. Ich muss heute auch noch meinen Abschluss machen. Ich gebe den Kollegen gleich deine Nummer und er wird sich dann bei dir melden, okay? Ich glaube, das hast du schon 200 Mal gesagt.
Nee, nicht 200 Mal. Ja, was kann ich dafür, wenn dich jeder erkennen kann? Du musst die Stimme ändern. Kennst du den Schwulen schon? Nee, den habe ich noch lange nicht gehört. Lang genickt oder noch gar nicht? Nee, noch gar nicht. Mach weißt du, das ist dann Dorian, der würde sich auch gern mal mit dir treffen. Oh, das war gut. Ja, möchtest du mir... Komm, einmal den Schweizer. Ja, Rakesh, mach mal den Schweizer. Ja, magst du Schweizer geilsten Menschen? Ich kann dir gerne mal mein Alphorn zeigen, wenn du möchtest. Genau, dieser. Ich gebe später die Nummer den Kollegen, ja? Und dann mach mal den Schweizer, okay? Ja, sicher. Er wird dich nicht erkennen. Okay, ich muss dann weitermachen, ich muss meine Brötchen verdienen. Schönen Tag für dich, ja? Warte, kannst du Leitung offen lassen, dann kann ich zuhören bei Anruf? Nee, das geht nicht, das habe ich nicht im System. Ach komm. Nee, es geht wirklich nicht. Wenn es gehen würde, würde ich es gerne für dich machen, aber es geht leider nicht. Kann ich mal Praktikum bei euch machen? Ja, kannst du natürlich. Ja, wo ist Callcenter? Sehr weit, sehr weit. Istanbul? In Alaska. Alaska. Alaska, du weißt nicht mal, wo Alaska ist bei der Karte. Nee, Nordkorea sind wir. Oh, Nordkorea, Bruder. Wie geht's Onkel Kim? Sehr gut, Diktator. Jetzt weiß ich auch, warum Nordkorea so verstrahlt ist. Das ist, weil ihr alle da rumsitzt. Und darum werden die Amerikaner... Genau. Hast du Trump angerufen, dass wir der Nordkorea kaputt machen? Nee, Trump ist mein alter Freund aus der Schule. Wir kennen uns. Hat er dich immer geschlagen früher? Nee, ich habe ihn geschlagen. Oh, darum sieht er so komisch aus. Ganz genau. Ja, sehr gut. Rakesh. Wann machen wir Rakesh, bis am Montag melde ich mich nochmals bei dir. Um wie viel Uhr passt es dir? Ja, so wie jetzt am besten. Vormittag, Nachmittag. 16 Uhr. Obwohl, nee, mag mal okay. 18 Uhr, weil ich muss zu Tierarzt. Okay, 18 Uhr, passt, ich hab hier frei. Okay, dann 18 Uhr, ja? Ja, sollen wir dann Interview bis machen? Bis Montag dann, Bruder. Selbstverständlich. Frag alles, was du möchtest am Montag, sehr, okay? Sehr gut, bis dahin. Okay, schönes Wochenende für dich, ja? Ja, dir auch, auf Wiederhörung. Ja, hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, Uwe, mein Name aus dem Hause Gelte. Könnte ich den Herrn Dimitri Bagatov sprechen, bitte? Ja, einen Moment, bitte. Ja, hallo, wer ist da? Hallo, Herr Maulwurf, wie geht's? Wie bitte? Sie kennt jeder. Warum kennt mich jeder? Was soll der Scheißdreck? Du hast eine bestimmte Stimme, die erkennt jeder. Nein, ich also, bin das war vorhin gut. Maulwurf, jetzt bist du der Russe, richtig? Nee, das war eben der Inder. Das ist jetzt der Maulwurf. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Müssen Sie wissen? Ah, ja. Was Sie möchten? Können sich nicht an mich erinnern, oder? Ja, ich habe jeden Tag 300 von euch am Telefon. Ja, als ich Ihnen den Kalaschnikow verkauft habe. Können Sie sich erinnern? Ja, die Kalaschnikow, das war schon so eine Nummer. Genau. Aber die ist nicht richtig. Ich habe Ihnen noch eine Nummer gegeben, wo Sie meinen Kollegen anrufen sollen. Können Sie sich noch erinnern? Ja, der sollte mich ja anrufen, aber da ist hier nie was passiert. Er hat sich ja noch nie angerufen. Nein! Okay. Was wollen Sie mir denn heute verkaufen? Lebensversicherung für die Zähne? Nee, ich verkaufe nichts. Ich verkaufe nichts. Nein! Ich verkaufe nichts. Ich habe Leute, die für mich verkaufen. Wie bitte? Ich bin der Besitzer. Ich habe Leute, die für mich verkaufen. Ich bin der Besitzer. Ich verkaufe nichts. Ach, ich zahle nur den Lohn monatlich. Was verkaufen Ihre Leute denn? Kalaschnikows. Waffen, Bomben. Kann ich auch einen Makarov kaufen? Den Pistolen? Ja, natürlich. Das du kannst alles bei mir bekommen. Kannst du dann schicken? Hey, sollen wir Deal machen? Ja, sag mal. Ja, wenn du neue Leute hast bei deiner Firma, dann müssen die bei mir anrufen und dann bin ich der härteste Kunde, den die haben. Das ist gute Schulung für die. Ja, da hast du recht. Nee, das werde ich machen. Ich werde die Nummer geben und sie sollen sie jeden Tag anrufen. Ja, das ist super. Kannst du... Aber ja, bitte? Du machst es sehr gut, wirklich. Findest du? Ich verfolge dich auf YouTube jeden Tag, ja, wirklich. Ja, und hast du noch nichts daraus gelernt? Ja, habe ich. Ja, habt ihr das jetzt bei eurer Abzockpraxis einbauen?
Ich erkläre mal. Also es gibt Unternehmen, die wirklich Abzockerei machen. Wir sind ein Versicherungsportal. Also über uns vergleichen die Kunden und vermerken dann selber, dass wir sie anrufen sollen. Aber es gibt ja auch Adressen, die wir natürlich bekommen von Gewinnspielen und dann eingekaufte Adressen. Verstehen Sie? Ja, ganz aber du musst ja mal wissen, die kalten Anrufe sind verboten. Ich habe dir ja nicht den Erlaubnis gegeben, mich anzurufen. Nee, nicht mir, aber auf dem Portal. Ja, aber siehst du, das Gesetz verlangt. Ich kenne Gesetz sehr gut. Das Gesetz verlangt ausdrücklich eine schriftliche Werbeerlaubnis. Die habe ich dir nie gegeben. Und auch niemand anderen. Ja. Das weißt du doch. Tu doch nicht so. Die Callcenter, ich weiß das. Ich weiß das am besten. Ich arbeite nur. Ja. Aber die Callcenter müssen ja auch etwas verdienen, oder? Ja, aber du hast es jetzt ja zugegeben. Aber du kannst doch ehrliche Arbeit machen. Möchtest du bei Ziegenfarm arbeiten, Ziege melken? Du hast Ziegen, oder? Ich habe viele Ziegen. Soll ich mit dir bei Stall gehen? Warte mal, warte. Nee, danke. Komm, warte, die Minute, die musst du dir jetzt für mich Zeit nehmen. Diese eine Minute. Warte, ich werde mit dir bei Stall gehen und dann kannst du hören. Und vielleicht möchtest du ja für ein türkisch Kochzeit bei euch mal Ziegen kaufen. Warte. Kannst du hören? Sehr schlecht, sehr schlecht. Bleib mal kurz dran, ey. Ja, klar, Mann. Kannst du mich hören? Ja, natürlich. Für meine Fans tue ich alles. Maulwurf! Wie bitte? Bruder! Ja? Was geht ab? Hallo? So, ich bin's nochmals. Ja, der Kollege, wenn er sie anruft um 13 Uhr, dann sagen Sie nicht Hans Maulwurf, weil vielleicht kennt er das. Ja, sagen Sie Rakesh Dalfin. Okay, so ist es am besten, weil den Namen kennt niemand. Okay, bis später. Ciao. Tschüssi. Ja, hallo. Hallo. Und sagt, Braun, mein Name, könnte ich bitte mit Herrn Dalsim sprechen? Ja, am Telefon, guten Morgen. Sie haben beim Gewinnspiel teilgenommen, Herr Dalsim. Ja, welches Gewinnspiel war das? Coupé-Gewinner. Ja, habe ich gewonnen? Ja, haben Sie. Ja, wirklich? Genau, wirklich. Das Auto? Glückwunsch. Das Auto, zwei Autos haben Sie gewonnen. Zwei Autos? Oh mein Gott. Zwei Autos. Das war dann, ja... Ja, erzählen, bitte. Machen Sie nichts anderes, als sich bei Gewinnspielen eintragen. Ja, das ist mein Beruf. Ich will mal ein Auto gewinnen. Jetzt habe ich zwei gewonnen. Nee, ich weiß, was Sie machen. Sie sind schon ein bisschen bekannt, deswegen. Bin ich bekannt geworden und genau. habe ich jetzt die Auto gewonnen? Habe ich die gewonnen? Habe ich gewonnen? Machen Sie nur das, oder... Also manchmal mache ich das und manchmal werde ich Ziegen melken. Und woher kennen Sie meinen Namen? Manchmal machen Sie das, manchmal machen Sie Russe, manchmal machen Sie Opa, oder? Ja, aber woher wissen Sie denn? Das können Sie doch gar nicht wissen. Doch, das weiß ich. Ja, aber woher denn? Ich von einem Freund hat mir das gezeigt. Ja, und findest du gut oder findest du schlecht? Das ist sehr gut. Ja, sehr gut. Und können wir dann ein Interview machen? Wann? Und jetzt vielleicht? Nee, jetzt leider nicht. Vielleicht später. Ein anderes Mal. Wann können wir denn mal reden? Ich werde mich melden. Und ja, dann können wir reden. Hast du Verbesserungsvorschläge? Werden wir schauen. Ich muss noch ein paar Clips anhören. Vor der ein paar neue. Ja, das meistens neue kommen. Und was ist bisher dein Liebling geworden? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Welcher Clip dein Liebling geworden? Das mit dem Strom. Ja, welche? Die mit Strom oft anrufen. Wo auch der Russ dabei war. Der Dimitri, erzähl mal, von was möchtest du denn verkaufen? Was willst du denn verkaufen, Suka? Das waren sie aber gut. Sag mal, was willst du verkaufen? Was hast du ihr Angebot? Nichts, ich habe ihren Namen gesehen und habe sie angerufen. Lass mich raten, ich habe den Auto gewonnen, aber damit ich keine Gewinnsteuer zahle, muss ich Zeitung-Abo machen. Nee, kein Zeitung-Abo. Ja, aber ich hätte gerne eine Zeitschrift über Meerschweinchen. Können Sie mir da helfen? Können Sie vielleicht
dranbleiben, dass ich den Kollegen weitergebe. Mit wem möchte der Kollege denn sprechen? Mit dem Opa. Ja, bitte. Aber was soll ich dem denn sagen? Soll ich den für Sie ein bisschen verarschen? Ja, das. Ja, das mache bleiben ich Sie doch. Mal kurz. Ja, bitte. Bleiben Sie mal kurz dran. Ja. Hallo? Junger Mann? Ja, schönen guten Tag, Herr Maulwurf. Ja, hier ist Maulwurf. Sie hatten bei mir angerufen. Ach, so ist das der. Haben Sie mich gerade ausgelacht? Das ist nicht sehr freundlich. Okay, was möchten Sie? Eine Mastercard oder eine private Haftpflicht? Was brauchen Sie, Herr Maulwurf? Haben Sie so viele Sachen im Angebot? Weil der Kollege sagte gerade, ich habe 2 Autos gewonnen. Alles habe ich im Angebot. Ja. Nur sagen Sie mir, was Sie brauchen. Ich könnte eine Kalaschnikow brauchen. Eine Kalaschnikow, die besorgen wir auch. Ja, ist das eine 47 oder eine 74er, die Sie da haben? 47er mal. Ja, das Originalmodell, das ist sehr original, gut. Genau. Direkt aus Russland gekommen. Das ist sehr gut. Weil mein Freund Dimitri, der hat bald Geburtstag, dem möchte ich so eine schenken. Ah, schön. Sagen Sie den Herrn Dimitri schöne Grüße von Juri. Moskau. Aus Moskau. Juri. Ja. Moskau, ganz genau. Ja, Dimitri versucht immer mir russische Schimpfwörter beizubringen, aber sowas sollte man am Telefon ja nicht wiederholen. Aber vielleicht können Sie mir ja noch ein paar sagen. Jetzt ohne Spaß, Herr Maulwurf, aber Sie sind wirklich der Stärkste. Finden ich habe Sie auf YouTube ein paar Mal Ihre Anrufe mitgehört, ja, was Sie da aufgezeichnet haben. Ja. Das war sehr, sehr gut. Das haben Sie gut hingekriegt. Finde ich auch. Und von welcher Firma rufen Sie jetzt an? Was wollen Sie mir verkaufen? Nee, ich möchte nichts verkaufen. Ich bin nur, sagen wir mal, ein Herr, der Sie verehrt. Ja, das ist so. Haben Sie Verbesserungsvorschläge für mein Programm? Nee, das kriegen Sie wirklich sehr gut hin. Sagen Sie mir nur bitte, jetzt ohne Spaß, also wirklich, wie alt sind Sie? Jetzt ohne Spaß, wie alt sind Sie? Ja, 25, 30, wie alt? Ja, du hast mir dir meine Fragen auch nicht beantwortet. Warum sollte ich dir was sagen? Dann fragen Sie mich nochmal, was war Ihre Frage? Ja, von welcher Firma rufst du an? Ich rufe von keiner Firma an. Nein, ich natürlich nicht. Das Callcenter im Hintergrund ist zur Unterhaltung da. Ja, natürlich. Wir rufen nur die Kunden an, die wir am meisten verehren, ja, die Sie, gute Clips auf YouTube haben, ja, und die Sie vielleicht mich jetzt aufzeichnen, aber das ist sehr gut. Sind Sie von der YouTube-Kundenbetreuung? Ja, von YouTube. Genau. Sehr gut. Können Sie bitte auch... Also, Herr Maulwurf, eine Million, wenn 1 Million Leute ihre Gespräche, die Sie aufgezeichnet haben, abhört, ja? Ja. Alles drüber wird Ihnen bezahlt. Also nicht 2 Cent, sondern ich schreibe ja 5 Cent, also jeder Klick über 1 Million, 5 Cent bekommen Sie, ja? Also nur weiter so machen, alles aufzeichnen, Betrüger alle aus Deutschland rausschaffen, ja? Ja, aber Sie sind ganz ehrlich, oder? Ja, natürlich bin ich ehrlich. Ja, dann können Sie mir auch ja sagen, von welcher Firma Sie anrufen. YouTube.de. Wo ist denn der Film? Wo ist denn Ihr Firmensitz, Sie hält? Hallo? Hey, hallo? Herr Maulwurf, Herr Maulwurf, nur eine Bitte an Sie, ja? Hallo, du kannst nicht so mit Herrn Maulwurf reden. Jetzt der weinen. Du kannst nicht sowas machen. Nee, hör mal, eine Bitte habe ich an Sie. Kann ich diese Nummer an einen Kollegen, aber das ist jetzt eine Bitte, also keine bitte. Verarschung oder was weiß ich. Ja, sag mal. Diese Nummer an einen Kollegen weiterleiten, ja? Ja. Ich werde Ihnen natürlich später sagen, also, dass Sie alles haben möchten, Haftpflicht, Hausrat und so weiter und so weiter, aber verarschen Sie ihn bitte sehr gut, ja? Soll ich für dich einen Kollegen verarschen?
Ja, bitte. Ja, nur einen. Musst du gutes Setup machen. Musst du ihnen irgendwie sagen, das ist alter Mann, der bei dir schon ganz viel Geld gegeben und da kannst du Provision machen. Ja, ja, werde ich alles werde ich Ihnen so erklären. Also und, bitte, und, er ja, heißt Müller, ja? Ja. Den Herrn Christoph Müller. Jetzt musst du mir nur noch richtige Namen geben, weil ich weiß ja, dass das alles kein Deutsche sind, die da arbeiten. Gib mir den richtigen Namen und dann werde ich das machen. Und da kann ich er ist Deutscher. Er heißt Christoph Müller, ja? Ja, ich bin der Herr Kovac, aber er heißt Christoph Müller. Ich werde diese Nummer also den Kollegen weiterleiten, sagen, dass Sie nach dem verlangt haben, ja? Und dann verarschen Sie ihn bitte, zeichnen Sie das auf und sofort auf YouTube setzen, damit wir das abhören können, ja? Ja, natürlich. Das ist doch meine Arbeit. Das muss ich doch machen. Ja. Kannst du, okay, kannst du nochmal sagen, wo ist euer Callcenter, auch in Türkei? Oder bei Bosnien? Nee, nee, Gottes Willen, nee, kein Bosnien, kein Türkei. Unser Callcenter ist in Leipzig. Ah, dann 4D Marketing. Ganz genau. Also, ich werde dann... Ja, also, da habe ich auch neulich einen Kollegen von dir, der hat mich voll bedroht. Der ist nicht in Ordnung. Nee, das ist ein anderer Callcenter. Also in Leipzig gibt es nicht nur ein Callcenter, es gibt tausende Callcenter. Ja, aber hier, du bist doch von Mastercard. Nee, keine Mastercard. Ja, was hat Nee, Mastercard ist was anderes. Wir sind also für die Sachversicherung zuständig, ja? Auch also, für 4D-Marketing, die haben aber auch Kreditkarte. Wie bitte? 4D-Marketing, die haben aber auch den Kreditkarte. Ja, keine Ahnung, 4D-Marketing, damit habe ich nichts zu tun. Das ist vielleicht hier in Leipzig. Achso. Genau, ich weiß nicht, was die verkaufen. Aber Herr Maulwurf, ich gebe diese Nummer. Soll ich hier den Namen lassen? Dalschim. Können Sie Hans Maulwurf reinschreiben? Hans Maulwurf. Hans Maulwurf. Okay. Ja, dann bis später gegen 12, 13 Uhr wird er sich bei Ihnen melden, ja? Oh, dann muss ich doch Mittag essen. Aber das werde ich sehr gern unterbrechen. Danke vielmals. Dann bis später, warte, ja? Warte. Wenn ich jetzt für dich deinen Kumpel verarsche, dann musst du mir auch Gefallen machen. Was soll ich für dich machen? Du kennst bestimmt anderen Callcenter. Da kannst du irgendwie, weil wenn ich jetzt bei dir einen Abschluss mache, dann gibst du meine Nummer ja weiter für viel Geld, damit den anderen mich auch abzocken. Du musst meine Nummer weitergeben, dass den ganz viele Leute bei mir anrufen. Bei anderen Dateien. Also ich soll die Nummer weitergeben. Ja, schreibst du rein, bei kann man gut abzocken. Kein Problem. Für jeden Callcenter werde ich das machen. Kein Problem, ja? Ja, super. Ich danke dir, meine Bruder. Ich danke dir vielmals. Kein Problem. Mein Bruder. Ich danke dir. Bis später, ja? Christoph Müller heißt der? Christoph Müller, ganz genau. Bis später, Herr Maulwurf. Ja? Bis später, danke vielmals. Liebe dir. Tschüss. Tschüss. Ja, Maulwurf. Hallo? Hallo? Oh, Maulwurf. Hallo, mein Freund, wie geht es Ihnen? Du bist der Stärkste, mein Freund. Wie viele Leute arbeiten denn da, dass du mich immer anrufst? Ich weiß nicht, also wie es möglich ist, von 26 Leuten, dass ich immer deine Nummer bekomme. Es ist nicht in Ordnung. Als ob Sie wissen, dass wir Freunde sind. Gott ja, das ist so schön, dass wir unsere telefonische Freundschaft pflegen können. Genau. Gibt es irgendwelche neue Clips? Ich war schon lange nicht auf YouTube. Warum nicht? Du musst regelmäßig gucken. Ich glaube, lass mich kurz schauen. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Es sind schon so viele. Ich habe vor zwei Tagen, da habe ich Rache an Herrn Maulwurfs Bruder verübt. Wirklich? Das werde ich mir gleich hören, also anhören. Ich war wirklich nicht, also ich hatte viele Anrufe, war besetzt die letzten paar Tage. Wann hatten wir zuletzt gesprochen? Vor drei Tagen, oder? Ich glaube, das war vorgestern. Vorgestern, ja, genau. Ich müsste mal durchgucken. Ich habe noch, glaub mir, ich habe deinen Namen noch also geändert. Ich habe Wladimir, wie habe ich es geschrieben? Wladimir, wie hast du mir letztes Mal gesagt? Khrushchev. Wladimir Khrushchev, genau. Ich habe das sofort korrigiert und dann wieder gelassen, dass dich jemand anruft. Ja, da war auch, ich weiß nicht. Gestern hat eine verpasste Anruf, weißt du, ich kann ja auch nicht den ganzen Tag bei Computer sitzen. Muss ja zwischendurch auch ein bisschen Drogen verkaufen. Ich muss auch arbeiten. Ja, ein bisschen Drogen verkaufen. Du bist der Stärkste, glaub mir. Oh, natürlich. Und wie lange musst du heute wieder so lange arbeiten? Bis 20 Uhr, Bruder. Sag mir nur der, wie heißt der von den 4D-Marketing, Tagger, oder wie heißt der? Ja, richtig. Der dir gedroht hat. Ja, kennst du den? Nee, kenn ich nicht, aber das war der geilste Clip. Ja, natürlich, das ist so ein Madajacker. Ja, Gottes Willen, hast du ihn genervt. Ja, der kann ja... Du hast es wirklich drauf. Ja, natürlich, weißt du, der kann ja alle 30 Adressen abfahren. Ich habe ja so viele verschiedene Namen, so viele Adressen. Der kann ja überall kommen. Das ist ja kein Problem. Ja, ja. Aber der wird nichts machen.
Ja, weißt du, es gibt, ich glaube, auch dort viele Mitarbeiter. Ich kenne dieses Unternehmen nicht, aber so viel ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Mitarbeiter da. Ja, du kannst deswegen ja mal... Deswegen ist es schwer, immer den gleichen zu bekommen. Ja, weißt du, für den Marketing musst du mal bei Google reinschreiben. Die sitzen irgendwo bei Bulgarien. Wirklich? Ja, Bulgarien? Und die Bundesnetzagentur warnt vor denen. Das sind ganz schlimme Leute, sagen die. Nee, ja. ich habe noch nie von denen gehört. Erstes Mal habe ich, glaub mir, an deinen YouTube-Clip das gehört. Ja, noch nie im Leben habe ich von denen gehört. Ja, sollen wir mal Interview machen, wir beide? Nee, komm nicht. Da komm. Wieso? Ja, aber du kannst mich nicht verarschen, wenn ich schon weiß, wer du bist. Also das geht nicht. Ich muss dir jemanden neuen geben. Also nee, deswegen, jemand, der nicht weiß, wer du bist. Deswegen sage ich, können wir dir ein Interview machen. Du musst ja nicht, du sagst ja sowieso, dass du Paul oder Peter heißt. Da kann dir ja nichts passieren. Du musst nur ein bisschen Insider-Info haben. Mhm. Okay, lass mich mal nachdenken. Was könnte ich dir dann verkaufen, wenn wir ein Interview machen? Nichts verkaufen, einfach nur ein bisschen erzählen, wie läuft es ab, wie viele Leute werden angerufen, wie viele kaufen, so ein bisschen was erzählen. Wieso Radio-Interview? Wir können ja Termin machen, ich schreibe mir ein paar Fragen auf und dann kannst du antworten. Ja, können wir machen, also machen wir es einfach so. Ich setze deine Nummer wieder morgen hier, ja? Ja. Also als deine Wiedervorlage und dann werde ich mich oder eventuell ein Kollege bei dir melden, ja? Ja. Und dann kannst du ein gutes Interview bekommen. Sagen mir nur, wie soll ich dich morgen nennen? Rakesh? Ja, sag mal Rakesh, weil wir haben zu wenig Sachen für Rakesh. Ja. Rakesh. Sag mir nur einen besseren Familiennamen, also Kua, was Kua? Hapakala Donut. Hapakala Donut. Ja. Schreib das mal da rein. So, wie schreibt man das, Gottes Willen? Hitler? Hitler, Arschloch? Das kannst nicht mal du buchstabieren. Ja. Das kannst nicht mal du buchstabieren. Ja, doch. H-A-P-P-A-K. Ah, Moment. Damit ich es hier korrigiere, weil so werde ich jeder kennen. H-A-P-P-A-K. Ja. A. L-A. D. N oder L? L. Wie, Ludwig wie, oder Nordpol? Ludwig. Wie Leguan, okay. Wie Leguan. Und ja? Dann ein A. Ja? D-O-N-A-T. Ja. N-A-T, okay. Kannst du nochmal vorlesen? Hapakala Donut. Ja. Hapakala Donut, ja. Ist das okay. In Ordnung? Dann kannst, werde ich was, so lassen. Was hast du für Adresse? Morgen. Sag mir nur, um wie viel Uhr kann ich dich morgen erreichen? Welche Uhrzeit passt denn? Sollen wir 10 Uhr machen? Früh? Ja, oder willst du dann noch schlafen? Nee, ich schlafe da, aber ich werde 10 Uhr machen. Morgen werde ich bestimmt jemand dann erreichen, ja? Nee, ich will ja mit dir reden, weil wir sind doch Brüder. Ja, aber ich kann nicht um 10. Ich kann mich nur später melden. Ja, wann kannst du denn? Ich kann so gegen, sagen wir mal, 12, 13 Uhr. Ja, dann machen wir 12 Uhr, da können wir zusammen Mittag essen. Okay, Bruder, dann morgen bis 12 Uhr, ja? Ja, was möchtest du essen? Was soll ich uns kochen? Tja, was weiß ich. Was magst du? Magst Donut, du? Donut. Willst du Donut essen oder lieber Döner? Jetzt sag mir doch mal, nee, ich muss ja morgen ordentlich mit dir reden. Was? Muss ich mir mal deinen Namen sagen? Ich kann jetzt nicht, ich muss arbeiten. No, jetzt tu du nicht so. Ich muss Geld verdienen, Bruder, ich verdiene Geld. Wie heißt du? Sag also mir so deinen Namen. Morgen, Herr Huber, morgen kann ich mit dir sprechen und all deine Fragen beantworten, ja? Du bist auch so ein Huber. Aber jetzt, Gottes Willen, muss ich ja auch arbeiten. Ja, okay, ich werde dann für morgen ein paar Fragen fertig machen. So ganz, machbar, ganz Fragen seriös. Fertig. Ich werde mich... Was? Ganz seriöse Fragen und dann können wir reden, okay? Genau. Wir machen dann morgen ein Interview, ja? Sehr gut. Dann werden wir morgen Mittag essen. Okay, Bruder. Schlaf gut. Schöne Nacht. Du auch. Bis dann. Abend. Ciao, ciao. Sommerfeld von Yellowstorm. Kenn ich nicht. Okay, haben Sie denn schon mal mit jemandem telefoniert von uns? Keine Ahnung. Immer arbeiten. Achso, okay, ja. Okay, dann hat sich das ja schon erledigt, Herr... Aber warum denn? Warum? Warum denn? Weißt du noch gar nicht, was Sie mir sagen möchten? Doch, habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ich weiß doch Bescheid so. Was wissen Sie denn Bescheid? Ja, so einiges. Ja, erzählen Sie mal bitte. Nö, will ich nicht. Aber warum denn? Keine Lust. Na, bist du faul bei der Arbeit? Nein, ich bin nicht faul auf der Arbeit, aber du hast da nette Tasten, die du immer drückst. Und was für Tasten? Ja, das weiß ich nicht. Was werden denn Tasten machen? Das weiß ich auch nicht. Die Tasten sprechen da komische Töne.
Ne, das ist alles meine normale Stimme. Ja, das ist deine normale Stimme? Ja, richtig. Möchtest du einen Russe hören oder einen Franzosen? Nein, ich will gar nichts hören. Möchtest du mit einem Schweizer sprechen? Vielleicht? Nee, will ich auch nicht. Alter, hast du was gegen Schweizer, Mann? Naja, nicht wirklich. Du? Möchten Sie vielleicht mit einer Französisch sprechen? Oder mit einem alten Mann, den können Sie vielleicht am besten verarschen. Oder möchtest du mit dem Führer sprechen? Nimm Haltung an, wenn ich mit dir spreche. Weißt du, mit wem ich sprechen möchte? Ja, mit wem denn? Mit deiner Mutter. Ja, warte mal, werde ich die holen. Kannst du, wie heißt du bitte? Da kann ich dich vorstellen. Hier. Hey, Maulwurf. Was geht ab, du Fotze? Hallo. Maulwurf, hallo, wie geht's dir? Möchten Sie mit Herrn Maulwurf reden? Ja, bitte. Einen Moment, bitte. Dankeschön. Ja, hallo, hier ist Maulwurf. Na, wie geht's Ihnen? Na, das Rheuma macht mir Probleme. Es ist auch so schön, mal endlich wieder mit Ihnen zu schnacken, ne? Das ist schon lange schon her, du. Ich erinnere mich. Ist schon länger. Und wie ist es Ihnen ergangen inzwischen? Ach, das ist ja ganz gut eigentlich. Ja, ja, haben Sie viele Leute über den Tisch gezogen, seitdem wir gesprochen haben? Nein, sowas machen wir hier nicht. Nein. Nein, ich weiß auch nicht, wer sowas behauptet. Sie wissen schon, dass das Rufmord ist, wenn man sowas behauptet. Ich habe ja nur gefragt. Das war ja keine Tatsachenbehauptung. Ich habe ja auch nur, eine Aussage getroffen. Ja, dann ist das doch wunderbar. Kann ich mal mit dem jungen Mann sprechen? Es ist trotzdem wieder immer schön, mit Ihnen zu sprechen, wirklich. Ja, mich würde echt mal irgendwann mal freuen, mal persönlich voreinander zu stehen und dann würde ich mal sehen, was für eine Inderfresse du wirklich hast, ja? Ja, möchten Sie sich selber mal im Internet anhören? Oder? Ja, warte mal, werde ich die holen? Bin hier, hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Gelste. Könnte ich den Herrn Bagazzo sprechen? Ja, am Telefon, guten Tag. Da, was geht? Alles gut, und bei dir hab dich ja schon wieder am Telefon. Hast du keine Arbeit wieder oder was? Diese Stimme werde ich immer erkennen. Ja, kannst du mir, ey, komm, jetzt, wenn du mich immer anrufst, dann musst du mir jetzt Kollege geben, den kann ich verarschen. Ja, aber Sie hören alle jetzt zu, also jeder weiß jetzt, dass ich mit dir spreche. Wir machen es einfach so. Ich gebe einem Kollegen deine Nummer und er wird dich dann später anrufen. Wie heißt du dann? Das sagst du Dimitri Bogatov nicht. Dimitri Bogatov kannst du nicht heißen, er weiß, wer das ist. Wie heiße ich dann? Warte, lass mich überlegen. Dann heiße ich Juri diesmal... Boyka. Dann heiße Juri ich... Boyka. Sag, nein, nichts, muss nichts... machen wir... Ich heiße Wladimir, okay? Wladimir. Ja. Wladimir Kuschenko, oder ne? Ne, Khrushchev. Khrushchev. Wladimir Khrushchev, okay. Okay, werde ich da weiter. Aber ja? Diesmal wirklich, okay. Mann. Ne, nicht wieder mich warten lassen. Nee, keine Sorge. Ich werde das weiterleiten. Wenn er natürlich das ernst nimmt, werde sie anrufen. Wenn nicht, was kann ich da machen? Ja, dann kann werde ich nicht eine Pralle anrufen. Ja, doch. Ja, guck mal. Jedes Mal, wenn ihr neue Leute bei euch habt, und ich glaube, das ist oft der Fall, dann musst du dir einfach sagen: Hier, ruf den Kunden an. Ich bin die beste Schulung, die die kriegen können. Ganz genau. Sollen wir so machen? Ja, wir machen es dann so. Und was, wie lange musst du von mir, ja? Wie lange musst du heute arbeiten? Bis 20 Uhr. Geht ihr so lange den Leuten auf die Nerven? Ja, sehr lange. Blair, also, ich leite dann die anfangen? Nummer weiter, ja? Wann ich muss weiterarbeiten, ich muss etwas verdienen, ja? Du musst mit mir reden, Blair, komm schon. Nee, ich kann jetzt nicht, ich muss weiterarbeiten. Ich gebe deine Nummer, keine Sorgen, ihr werdet dich anrufen, ja? Ja, dann werden wir sehen. Ciao, mein Bruder.